Der müsste doch auch langsam. Nee, der läuft noch. So, ich darf die Aufnahme nicht vergessen, weil dann habe ich das Spiel nämlich komplett. Dann habe ich das Spiel nämlich komplett auf Dingsbums nebenher. Kommt mir das nur so vor? Habe ich die Kopfhörer extra laut oder wie sieht es im Audio aus? So, hier kann ich noch ein paar Missionen machen. Frage ist nur, verfolge Sifroth. Ja, ich mache noch ein paar Missionen, einfach ein bisschen grinden. Und vor allem muss ich halt mal gucken. Die habe ich nicht abgeschlossen. Okay, interessant. Die meisten Missionen habe ich halt alle offscreen gemacht, weil es halt wirklich nur gegrinde war. Ich würde gerne. Activating combat mode. Out of the way. Here we go. Gonna love this. Conflict resolved. Oh yeah. Okay. Ja gut, die Ein-Stern-Dinger sind natürlich echt Banane mittlerweile. Die rushen wir einfach jetzt durch. Das sollte kein Problem sein. Wie, wir haben Mails bekommen. Machen wir einfach mal von oben ab. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Spiel soweit. Final Fantasy Reunion auf 60. Activating combat mode. Taking you down if that's enough. This'll do. Gonna love this. Conflict resolved. Oh yeah. Sein Update. Activating combat mode. Later. Heads up. This is gonna sting. Macht gut Schaden. Die Frage ist nur, warum? Ich habe eigentlich auf. Super. Ich glaube, es sind sowieso nur so Kleinigkeiten-Items. Die Truhen mache ich jetzt eigentlich nur, weil ich da Bock drauf habe. Activating combat mode. Bring it on.
conflict resolved. Yeah. Activating combat mode. Conflict resolved. Oh yeah. Super. Even with new weapons, we still couldn't win. What are we lacking? Very well. The next session is our last. We'll settle all scores if we lose again. I will concede that Midgar needs soldier. Stimmt, das war's ja. Ja. Okay, verstehe. So. Und was macht ihr nebenbei so Feines? Außer euch mein Arschgesicht angucken. Activating combat mode. Conflict resolved. Oh yeah. Gut Schaden. Der macht gut Damage. Das lässt sich nicht. Also ich stecke gut ein. Das lässt sich nicht von der Hand lesen. Activating combat mode. Kapoko Moppelfeder. Na dann. Ich probiere mal eine Stufe 6 Mission. Ich probiere es einfach mal. Dü. Na, mal gucken, ob ich es auch hinkrieg. Die Stufe 6 Mission. Oder werde ich sterben? Bim, bim. So, ja, so Stufe 6, ne, ist natürlich übel. Activating Combat Mode. Au! Alter! Activating combat mode. Conflict resolved. Gibt einen Unterschied zwischen Angreifen und die Viecher machen mich One-Hit. Und ja, die können mich auch stunnen. Das war eben mein Problem, Chris. Die haben mich halt komplett gestunnt, sodass ich legit 5 Sekunden nichts machen konnte. Oder 3. Activating combat mode. Activating combat mode.
Conflict resolved. Oh yeah! Das dachte ich mir. Jo, kann man mal machen, ne? So, jetzt will ich mal gucken. Polarreif, ja, ist alles soweit ganz okay. Nur die Konflikte kommen ja dauerhaft wieder. Das bedeutet, es macht dann für mich keinen Sinn, hier tausendmal durch die Mitte zu laufen, weil die Viecher kommen ja immer wieder. Activating Combat Mode. Auch zu lange für diese scheiß Magie. Activating Combat Mode. Oh yeah. Combat resolved. Wait, Sisne. Does Song wear that suit everywhere he goes? Were you hoping to see him in swimming trunks? No, just wondering if he gets hot. What's the holdup? Let's go. Aren't you hot? Es sind wirklich nur diese Katzen, ne, die einfach retarded reingehen und mich bei jedem fucking Zauber abbrechen. Oder mein Zauber jedes Mal abbrechen. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was ich habe mit den Viechern. Ansonsten, ja, wir teilen beide gut Schaden aus. Na, wenigstens 2 von 3 Truhen konnte ich öffnen. Hyperreif. Activating Combat Mode. Es lief gut. Ich finde es halt interessant, dass Angel das Schwert halt sehr, sehr, wirklich halt sehr, ne, respektiv behandelt. Zack macht es zwar auch, aber das Schwert ist ganz schön dreckig geworden. Aber Stufe 6 Mission kriegen wir hin. Sind, wenn sie auch ein bisschen anstrengend sind. Oh je, oh je, oh je. Wie jetzt schon? Activating Combat Mode. Bring it on. Yo. Kackt mir doch ins Hemd. Activating Combat Mode. Er hat ganz viele Liebeskugeln. Das ist böse. Aber ja, die wollen mich penetrieren. Ja, warum hat er so viel Schaden?
Activating combat mode. Kann man mal machen. Activating Combat Mode. Nur noch ein Zemd, ey. Kann man mal machen, ne? Better run for it. Na, jetzt hab ich wieder. Jetzt halt. Nicht mehr so. Go, 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 go! It's about time you use that sword of yours. This sword is heavy and unwieldy. Then why don't you bring a lighter one? Warm-up's over. Prove your honor to me. I got it. Oh nee! Alter, diese Mistsau, da nimmt er einfach genau das, was sich halt, was mich halt killt. Activating Combat Mode. Ich hasse das. Warum macht der denn? Ich finde es halt blöd, dass er mich halt wirklich one-hittet. Wenn ich weniger was machen könnte, aber du kriegst ja eine Kugel ab und dann. Activating Combat Mode. Sowas hatte ich. Schön, dass ich ihn nicht abbrechen konnte. Ah!
Ich wollte doch... Dieser Kampfplatz ist halt auch beschissen ohne Ende, weil du halt einfach an diesem fucking Baum hängen bleiben kannst. Brace yourself. Kann ich wenigstens mit dem was machen? Jawohl, Jonas Austrachen. Ich will zwar nicht sagen, es ist übertrieben, aber... Alter Verwalter. Nee, oder? Wollt ihr mich verarschen? Hier gibt's noch mehr. Activating Combat Mode. Oh nee, dieses Elektro-Ding ist, ich hasse. Activating Combat Mode. Alter, nee, ey, kack mir doch ins Hemd. All right, here comes the big one.
Oh nein, warum habe ich mich nicht geheilt? Ich hasse das einfach, so Dinger, die einfach massiv viel Schaden machen, ey. Warum? Hä? Warum konnte ich mich jetzt nicht heilen? Warum hat er die ganze Zeit, habe ich versucht, irgendwas zu nehmen. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt wollte ich... Ich hab doch... Diese Animation dauert einfach viel zu fucking lang, ey. Es ist doch unfucking fassbar. Activating combat mode. Bring it on. Du kannst halt auch nicht ausweichen oder so, weißt du? So, dass du wegrennst, wenn du ausweichst... Wartet der einfach noch einen Bruchteil der Sekunde und... Hat er doch keine Möglichkeit, da irgendwas zu machen, ne? Verwurtentrank genommen. Alter, diese verfickte Missgeburt, ey, die haben doch einen Arsch offen. Alter, diese, ach, wir waren jetzt aber ganz schwer. Bei der PSP war das nicht so, aber das ist ja so eine typische Mentalität, die kommt ja erst später. So. Machen wir erstmal die anderen Sachen. Alles, was... Stufe 6 lasse ich mal. Alter Schwede. Nee, ey, da kriegst du doch... Echt. Lack am Arsch. Kann ich jetzt springen? Nein, komm schon. Eingepfercht wie ein Toten. Activating Combat Mode. Complete resolved. Oh yeah. Oh nee, ey. Ich hatte mich gefreut, den einen zu besiegen und dann, ja, oh, so noch 5 mehr. So mal so ein Scheiß, braucht doch kein Mensch.
brauchst so viel, teilweise, wenn es wirklich drauf ankommt, brauchst du so viel Zeit, das Item zu benutzen. Dass es halt keinen Sinn macht, das zu benutzen, weil du doppelt so viel mehr Damage kriegst, als, ja, es theoretisch heilt. Gut, mach ich erstmal die anderen. Boah, Leco Mio. Jona, bist du noch da? Du bist zu still. War generell still an Zuschauern. War wahrscheinlich keinen Bock auf das Spiel. Oder ich darf echt nicht so lange Pausen zwischendurch machen. Das passiert mir. Merke ich auch so ein bisschen. Dass es halt echt nicht immer so gut ist. Wenn du halt zum Beispiel so ein Spiel anfängst und es dann halt später. Activating Combat Mode. Complete Resolve. Ja, Pause macht und so ein Kram. So geht's mir wahrscheinlich gerade auch mit God of War. Activating Combat Mode. Da werden wahrscheinlich auch einige mir nicht verziehen haben, dass ich es nicht weitergespielt habe. Activating Combat Mode. Complete Resolve. Ich weiß nicht, wie weit wir es heute schaffen, weil dieses ganze Mission machen, das ist, weiß ich, das frisst so viel Zeit, das fühlt sich überhaupt nicht flüssig an. So, da hinten sehe ich den noch schon. Hier fange ich gar nicht erst an. Einfach strack zum Ziel. Und dann ist gut. Aber die Stufe 6 Missionen, die sind echt cancer as fuck. So, hier haben wir es durch. Das machen wir hier. Ja, 4 Sterne geht. Also 4 bis 5 Sterne geht. Ich habe ja gesagt, ich mache keine Umwege mehr, einfach strack zum Ziel. Dass wir die Mission mal loswerden. Activating Combat Mode. Oh, yeah. Conflict resolved. Das war 4 Sterne? Das ist so ein krasser Größenunterschied. Bei 6 Sterne habe ich permanent aufs Maul gekriegt. Und bei alles ab 4 bis 4 Sterne ist easy peasy. So, hier sind wir durch. Hier müssen wir noch 2 machen. Bei Materia bin ich auch nicht so ganz sicher, ob ich die vielleicht trainieren muss. Ich bin wahrscheinlich auf den falschen Knopf gekommen. Und hab die Aufnahme abgebrochen. Egal, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so tragisch. Wir müssen wie.
Naja. Gut, noch sind wir am Grinden. Genesis-Truppen. Was er macht. Durch, next one. Let's go. Warum auf dem Schiff? Das ist ein Spoiler. Aber hier gibt es 6 Truhen. Bei welchem Spiel waren das? Es gab ein paar Spiele, wo ich auch viel auf dem Schiff unterwegs war. Ah, warte mal, war das bei Splinter Cell? Nee, Splinter Cell nicht. Ich glaube, bei einem Metal Gear Solid Spiel war das. Und klar, Far Cry. Ich weiß, dass ich da rein muss, aber... Gut. Die Mission erinnere ich mich gar nicht. Wundert mich, dass es hier keine Gegner gibt. Activating Combat Mode. Oh Combat yeah. Resolved. Jetzt alles kein Problem sein. Aber sogar die letzte Truhe, die war relativ linear. Boost plus plus mal 1. Ich habe keine Ahnung. Das ist, glaube ich, mit dem Materie ein bisschen eine eigene Welt. Aber da sind wir doch schon mal gut weitergekommen. Mission wurde erweitert. Leck mich. Cybersabotage am Arsch. Ja, wir kriegen jetzt Stück für Stück ganz viele Missionen freigeschaltet. Also, wir werden jetzt erstmal ein paar Missionen machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit ich jetzt mit der Story bin. Aber es sollte eigentlich laufen. Der Mission erst abgeschlossen. Wollt ihr mich verarschen? Aua, bo, haua. Ich hoffe, das wird nicht so übel, mübel. Mach, glaube ich, mit der Story weiter. Ich glaube, das ist so langsam. Activating Combat Mode. Oh,
So extrem geil finde ich die jetzt auch nicht. Activating Combat Mode. Der war ja noch einfach. Rätsel der Welt, ab in die Sonne. Dunkelopal. Also mich interessiert das ja schon so ein bisschen, ne? Die Genesis-Truppen haben wir hier soweit abgeschlossen. Also die, die wir frei haben. 6 Sterne. Lecco Mio. 4 Sterne. Ja, komm, die machen wir mal. Weil ich hatte eben gesagt, ich mache nur noch eine Mission, aber komm. Dann, ja, ich weiß nicht, im Endeffekt lässt mich der Scheiß doch eh nicht in Ruhe. Halt auf die 3 Punkte. Einfach schnurstracks. Sind doch nicht ohne. Oh, komm schon. Diese Lümmel. Spiel heute aber relativ viel auf der Switch, ne? PlayStation, die langweilt sich gerade so ein bisschen. Magier gebaut. Why would you finish me? Not in the mood. As long as we draw breath, we will oppose Shinra. My dream is to become a hero. What? That's why I try to carry out my duties in a way that makes the most people happy. Is your dream to restore Wutai? Then how does dying here get you any closer to that? You and I are enemies. You will live to regret this. I don't know. I think I'd have more trouble sleeping if I finished you. If you want to take me down, I'll be waiting for you. See ya. Interessant. Muss man sagen. So, jetzt wollen wir mal Sifroth verfolgen. Warte mal ganz kurz auf Toilette.
So. Activating combat mode. Out of the way. Und diese Lümmel. Oh yeah. So, wollen wir mal Ziprock weiter mal verfolgen. Ich brauche eigentlich die Aufnahme nicht, kann ich mir eigentlich. Did Sephiroth do this to you? Tifa. Ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal schon. Nicht gespeichert. Ich habe so das Gefühl, entweder habe ich ein Déjà-vu oder wir haben es schon mal gezockt. Mother, let's take back the planet together. I had an epiphany. Let's go to the promised land, Mother. Sephiroth! Why did you kill the townspeople? Why did you hurt Tifa? Answer me, Sephiroth! Mother, they're here again. You should have ruled this planet. You were stronger. Smarter. But then they came. Those inferior dullards. They came and took this planet away from you. But don't be sad, Mother. I am with you now. Okay. Ich bin mir sicher. Aber ich brauche die Aufnahme. Ich zieh's mir einfach von Twitch runter. We meet at last, Mother. Sieh's doch einfach durch. Sephiroth, what the hell happened to you? Sephiroth, I trusted you! Gut Damage, diese Sau.
Ja, also Story, ich hatte ihn schwer in Erinnerung, aber ich habe auch nicht gegrindet. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich der Endkampf ist. Oder ob es nur die Vorrunde war. No. You're not. You're not the Sephiroth I once knew. I am the chosen one. I have been chosen to rule this planet. Ist klar. Die Musik ist so geil. Na dann. Wird Gag. Activating Combat Mode. Ich hab's noch ein bisschen lauter gemacht. Glaube ich. Autsch. Einen und denselben Boss immer 50 Mal töten muss, schon ein bisschen dumm, egal welches Spiel. Ja, es geht. Es geht, finde ich. Also es war jetzt nicht so extrem lang. Laut. Der hat Sephiroth also auf dem Gewissen. Man überdenkt, dass man mit einem. How dare you? Cloud! Finish Sephiroth! Off! Ich meine, komm schon. Kleiner Seitenstich. Ist sie dem komplett unten abzersäbelt. Don't test me. No.
impossible. Was? Was? Ich meine, wenn man sich nicht sicher ist, dass der Feind zerstört ist, dann sollen wir noch gleich komplett fertig machen. Was hätte Sifroth gemacht, wenn wir ihm einfach die Beine weggesäbelt hätten? Hätte gar nichts mehr machen können. You did it. This one here. Intriguing. Most intriguing. He'll make a fine test subject. Der schon wieder. Der mit seinen scheiß Tests. Diese kleine Mistsau. Die kleine Tifa. Die wird größer. Im 7. Teil sind wir sie wieder, also im richtigen. You call yourself soldier? You tarnish the soldier name. And deal! Wait! Gut, dass wir auf Wasser stehen. Und der fragt keiner. I want them too. Machen. Es ist genauso, als würde da aufstehen, die Krankenschwester einen in die Presse hauen. Nein, komm schon. Na gut, hier sind es jetzt böse, aber ich. Trotzdem haben die sich zusammen, die Jungs zusammen gepflegt. Cloud. Immer noch dieses komische Lied, ne? Mission erweitert und so weiter und so fort. Also schön und gut, aber ich will jetzt endlich mal mit der Story weitermachen, bevor ich jetzt... Schrankschlüssel, aha. Was ist denn ein Schrankschlüssel? Was wollen wir denn im Schrank überhaupt? Einfach mal 10.000 kann man mal machen. In einen abgelegenen Landstrich hätte man mich schwerlich in einem abgelegeneren Landstrich hätte man mich schwerlich versetzen können. Anfangs war ich voller Freude über die Teilnahme an Professor Hoyos streng geheimem Experiment. Doch jetzt wurde mir gesagt, dass die Behandlung bereits beendet sei und nicht einmal der genaue Hergang wird mir verraten. Ich frage mich, was ich dann hier soll. Mein einziger Trost ist, dass ich als Professor Hoyos Assistenz gute Chance auf eine Beförderung habe.
Na dann. Okay, let's go. Ich glaube, Cloud ist schwerer verletzt als gedacht. Ich frage mich immer wieder, wie solche Leute, wenn sie bewusstlos sind, wie sie dann überhaupt die Beine bewegen können. Wait right here. Let me go and take a look around. Machen. Vermehrt erreichen uns Berichte von Augenzeugen, die Angel gesichtet haben wollen. Eine besonders glaubwürdige Meldung wollen wir euch nicht vorenthalten. Liebe ehemalige Mitglieder, eine besonders glaubwürdige Meldung wollen in der Kirche in den Slums wurde eine große Gestalt gesichtet, die sich um unser Idol handeln könnte. Good. Now it's safe. Zwei Gargoyles. Woher auch immer die kamen. Angel ist also in die Slums geflogen, zu der Kirche, wo Eris ist. Eris ist vom alten Volk, dementsprechend, ja, keine Ahnung, was es damit wirklich auf sich hat. You stay here. I'll go take a look inside. Schwierig, schwierig. Liebe Genesis-Freunde, unsere jährliche Genesis-Gedenkveranstaltung steht bevor. Doch da sich in letzter Zeit Berichte über Sichtungen mehren, sollten wir vielleicht eher über eine Feier sprechen, auf der wir uns versammeln und für vollständige Rückkehr. Ja. Ja, die kommen wieder, ich verstehe. Conflict resolved. Oh yeah. Ja, du kriegst jetzt dauerhaft Spam-Mails und so einen Scheiß. Activating combat mode. Oh, yeah. So, machen wir nochmal auf. Shinra-Protektoren, warte mal. Folgende Personen sind im Dienst für Shinra gefallen. Zifroth und Zack. Zwei Infanteristen. Wied ist, glaube ich, Dingsbums. Titanreif ist es. Schützt vor Stumm. Wandelt Feuerschaden in Trefferpunkte um. Erhöht. Fügt Angriff einigen den Blitzen hinzu. Blitzreif, Donnerreif. Sieht alles okay. Für mich ganz gut aus. Looks like it's all clear. Stimmt, wir müssen ja jetzt alles nochmal. Ja, wir müssen den Sack ja mitnehmen. Frage ist nur, was ist mit Tifa?
Damit meine ich nicht den Ausschrei. I'll be right back. Don't worry. Hey, lange nichts von dir gehört. Wie geht's dir? Meine Mutter und ich sind aus dem Dorf geflohen, als die Flammen um sich griffen. Doch als wir nach einiger Zeit zurückkehren, war dort alles wie beim Alten. Wie ist das möglich nach so einem heftigen Feuer? Von den Bewohnern kannte ich niemanden mehr. Falsche Häuser für falsche Bewohner. Das ist alles Shinras Schuld, oder? Ich hasse diesen Konzern, aber du warst nett zu mir. Deshalb habe ich dir ein Dankeschön hinterlassen. Irgendwo im Dorf liegt ein Schatz versteckt. Ich hoffe, dass du findest ihn. Unsere Wunderjagd konnten wir leider nicht beenden. Doch man könnte meinen, das Dorf ist selbst zum letzten Wunder geworden. Activating Combat Mode. Conflict resolved. Oh yeah. Er hat im Dorf also noch was versteckt für mich. Right. That should do it. Ganz cool, wenn man die Charaktere selbst benennen könnte. Ich weiß gar nicht, ob das im siebten Teil geht, aber ich glaube, die heißen alle, die haben alle feste Namen, ne? In Super Nintendo Teilen geht das auf jeden Fall. Da konnte man die umbenennen. Town was in flames. Wir haben noch die Mail gelesen. After them. It's the professor's samples. You really think you can catch me? Think again. Cloud. Oh no. No way. I'm never going back. Schütze Cloud vor den Shinra-Truppen. Activating combat mode. Hey, see it. Got him. Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved. Den doch fertig! Hör doch einfach. Renn doch nicht dem Lappen hinterher. Activating combat mode. Later! Sieht einfach so statisch aus. Steht auf. Ich bin wieder rum. Nein, nein. Ich hab Urlaub. Meine Schicht ist vorbei. Ist ein bisschen übertrieben, Zack, hä? Oh. Not feeling good.
This is bad. I'd better fall back. Wird doch wieder in der Villa. It's daytime, and we're still a little weak. Should we rest till dark? Ich bin echt am Überlegen, in einem halben Stündchen nochmal Pause zu machen, was zu essen zu holen. Ist das Mako Poisoning? Hey, Aunt Jill, can I not save anyone? Right. I'm gonna go find you a change of clothes. Those Mako-soaked clothes will definitely not help you get back on your feet. You wait here, okay? I'll be right back. Als hätte er eine andere Wahl. Kann ich nicht einfach raufklatschen? Ich habe doch von dem Forscher einen Schrankschlüssel bekommen. Hey Zack, die Abteilung für allgemeine Angelegenheiten hat dein Ableben bekannt gegeben, aber die Firma verbreitet ja in letzter Zeit nichts als Lügen. Also wo steckst du? Dass du als Gefallener behandelt wirst, heißt vermutlich, du hast irgendwas angestellt, das Shinra gegen den Strich geht. Melde dich, wenn du in Schwierigkeiten steckst. Ich werde versuchen, dir zu helfen, also warte auf Antwort von mir. Bring it on! Oh yeah! Conflict resolved. Hey, this'll be useful. Yeah. Eine Soldatuniform. Stimmt, da kriegt er die gleiche Outfit wie hier. Ach ja. I found something good. Change into this. This may smell bad, but desperate times. Looks pretty good on you. They're tiny, but you have lots, right? That's right. Wanna hear? How many you got? 23? Write them down, so I don't forget. I have 23 tiny wishes. No. But you probably won't remember them all. So, I put them all together into one. I'd like to spend more time with you. Hey, Cloud. I have to go to Midgar. Ah, the Eris. Kleine Wünsche. Da du dir die nicht merken kannst, habe ich sie in einen zusammengefasst. Ach, die süß. This won't be easy. Activating combat mode. Hey! Conflict resolved. Oh yeah! Zack, wo steckst du? Bitte melde dich, wenn du das hier liest. Da du auf dieser Mission mit Sephiroth verschollen bist, vermute ich, dass deine Lage mit seinem Ableben zusammenhängt. Die Jungs erzählen sich Gerüchte von den Geheimnissen Nibelheim. Bist du etwa noch dort?
Activating combat mode. Out of the way! Right there! Conflict resolved. Oh yeah! Okay, we're leaving town. Warum kriege ich denn ständig Mails? Darf ich auch mal erkunden? Scheinbar nicht. So, der Kampf mit Sephiroth ist gegessen, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine aber, hier kommt nichts mehr. Damn it. It never ends. Ich glaube, wir werden nochmal gegen andere kämpfen müssen. Aber ich meine, wir sind relativ nah am Ende. Gewehr, das passt aber gar nicht zu Final Fantasy. Also nicht für unsere Hauptprotagonisten. Flakbots ausschalten. Schalte die Flakbots Speereinheit mit einem Scharfschützengewehr aus. Auf dem Weg werden dir weitere Scharfschützengewehre versteckt. Wenn du sie einsammelst, kannst du dir ohne und einen Fluchtweg sichern. Flakbots haben verschiedene Körperteile, Ziele auf ihre Schwachstellen, um effektiven Schaden auszuüben. Waffenbatterie, großer Schaden, Torso, mittlerer Schaden. Zack, wie ist es hier in letzter Zeit? Wir haben wirklich große Sorgen gemacht. Luxiere, wo magst du wohl im Moment stecken? Wenn du mir deinen Aufenthaltsort verrätst, dann komme ich dich abholen und wir tricksen alle aus. Wenn du von mir gefangen genommen würdest, wäre meine Beförderung gesichert. Und in meiner neuen machtvollen Position könnte ich sie vielleicht davon überzeugen, dich am Leben zu lassen. Verrat mir, wo du stickst. Haha, dieser Lappen. Hat er wirklich gedacht? It's not really soldier-esque, but can I use it though? Shinra quality. Auto assist system, huh? Alles klar, gute Nacht. Oh, komm schon. Yeah. Ein Pluspunkt, einer ist entkommen. Wie viele Punkte man hat, um das zu verbessern, will ich gar nicht wissen, wie lang dieser Weg ist. Ah, es werden mehrere. Verstehe.
Activating combat mode. Bring it on. Conflict resolved. See it. Easy. Oh, yeah. Super. Lief besser als gedacht. Dharma. Willst du mich verarschen? Activating combat mode. Out of the way. Conflict resolved. Ich meine, an sich ja ganz cool, aber die haben die Steuerung halt so verkackt, dass es halt echt keinen Spaß macht. Wenn die das Gewehr nicht ruhig halten, dann würde das wesentlich mehr Spaß machen, aber das? Gibt's da noch welche? Nee, ne? Keine Ahnung, ob der Schadensradio so besser ist. Durchkomme ich sowieso nicht, aber ich
Kannst ja mal probieren. Sarma, ich weiß, dass man es gerne mal schwierig macht, aber... Alter, ich hab's so verschissen. Da muss die Leute abschalten. Pack mal live. Man kann das Gewehr echt nicht ruhig halten. Nicht ein Stück. Würde vielleicht sagen, ich treffe sowieso nicht. Ich meine. Was ist denn das für eine Steuerung? Sollen wir doch gleich sagen, tut mir leid, wir wollen nicht, dass du das machst. Wir haben die Steuerung so verkackt. Fick dich. Alter, ich habe noch nie so ein, so eine Maschine, noch nie so eine Steuerung gehabt. Die einfach so der Feind ist. Activating combat mode. Bring it on. Hey. Conflict resolved. Unfucking fassbar. Ich würde es gerne nochmal probieren, damit es nicht ganz so schlimm ist. Probier es mal mit Stufe 5 Mission. Dann würde ich sagen. Activating Combat Mode. Got him! Take that! Oh yeah! Conflict resolved. Was? Das war Stufe 5? Naja, hier. Macht's gut, Leute. Ich mach mal Pause, hol mir was zu essen und bis später. So ein Stündchen ungefähr. Bis dann.